Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir die kleine Hühnchenanlage da hinten in der Ecke gebaut und haben angefangen Eisen zu pulverisieren, genauso wie Kohle, um Stahl herzustellen. Da ich jetzt einfach mal herausfinden will, was uns denn oder was wir so aktuell machen können. Aktuell würde ich gerne einen Steel Jetpack machen. Dafür muss ich erstmal Steel produzieren. Und wenn das natürlich gut funktioniert, wäre das natürlich irgendwie doch geil. Aber da schauen wir jetzt erstmal. So, wir haben jetzt 64. Und ich habe die Idee, dass das vielleicht sogar funktioniert, wenn ich das hier rein tue, dass da draus Stahl kommt. Perfekt. Das ist doch ein Träumchen. Es wird natürlich mehr Kohle verbraucht. Ich kann jetzt hoffentlich einstellen. Slot Input. Output Slot Configuration. Output Left. Und wenn ich jetzt hier sage, ich hätte gerne eingestellt, Input Slot, Output, Input, okay. Das ist Input, okay, wenn ich das hier einstelle, das ist Output. Und wenn ich jetzt hier Coal mache, mit der restlichen Kohle, die wir haben, sollte die doch direkt, nee, geht nicht rüber, komisch. Komisch. So, dann warten wir kurz, dann sollten wir noch ein bisschen mehr Stil haben. So. Und einfach mehr Coal. Coal. Wenn ich das damit mache, dann auch nicht wirklich mehr viel. Dann schauen wir uns mal an, was dieses Stil Jetpack braucht. Es braucht ein Elektrum Jetpack. Light Radiation Shielding. Medium und Heavy. Und Steel Capacity. Das Steel und Elite Coil. Compressed Diamond. Compressed Enrichment Chamber. Die Thruster brauchen auch diese Elite Coils, auch eine Steel Energy Ding. Wir brauchen viel, viel Steel dafür. Und natürlich hier nochmal ein bisschen Steel und Steel und Steel und überall Steel. Und das Elektrum Ding wird wahrscheinlich komplett gleich ablaufen. Glowstone Ingot. Man braucht das Ding auch? Nee, das braucht Diamonds. Weil wenn ich jetzt auf Elektrum gehe, Elektrum Energy, braucht es ganz viel Elektrum. Habe ich Elektrum? Ich glaube schon, oder? Elektrum. Viel. Viel Elektrum habe ich. Wie mache ich nochmal Elektrum? Es gibt doch wahrscheinlich noch eine Möglichkeit. Hier. Molten Elektrum wird gemacht aus den Sachen. Pulverized Blend aus Silber und Gold. Pulverized Silver and Gold. Dann haben wir nochmal Silber. Silver Resin. Habe ich nicht so viel Silber gemacht, was? Echt? What? Ich habe keinen Silber oben angebaut. Aber Gold habe ich angebaut, sicher, oder? Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Gold. Ein bisschen Silber. So. Das kann das jetzt schon mal anfangen. Dann bauen wir uns ein paar Jetpacks. Aber Fun Fact wäre natürlich, wenn ich auch für das Jetpack Elektrum. Okay, ich muss eh unten anfangen. Ich brauche einen Leather Strick, Iron Nugget. No Gas Store. Bist du nicht einfacher? Fire Jet. Encased Firejet. So, 24 Steel wäre ja schon mal auf Lager. Das wäre ja jetzt nicht das Problem. Wir müssen jetzt oben nur schauen, ob wir Platz haben. Vielleicht noch für eine kleine Runde von Silber.
Irgendwo ist doch bestimmt noch was frei, oder? Dass ich alles vollgebaut hätte. Was wächst hier? Gold. Dann machen wir hier halb-halb. Ich brauche noch ein paar Bonsai-Pots. Bonsai. Jetzt habe ich keine Bonsai-Pots hätte. Die sind irgendwie die ganze Zeit aus. So, okay. Bis hierhin wird Gold und da hinten wird Silber. Sollte ja passen. So. Dann suchen wir hier erstmal. Warte. Oder? Dirt. Dirt. Dann brauchen wir Gold Saplings. Und natürlich die Silver Saplings. Für Silber ist es erstmal ein Big Step Up, weil bis jetzt wurde gar nichts produziert von dir. Gold ist es natürlich auch ein Big Step Up, weil die Produktion angereichert wird ohne Gleichen. So. Schaut doch schon mal gut aus. Silber und Gold wächst. Was brauche ich nochmal hier an? Sugarcane ist hier überall drin. Was ist das hier? Das ist hier Copper. Das ist Copper. Copper, Copper, Copper. Gibt es rein theoretisch von Steel auch ein Sapling? Nee, schade. Weißt du, was mir, glaube ich, fehlt? Der Glowstone Sapling. Habe ich Glowstone Sapling? Nein, habe ich noch nicht. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Haha. Redstone Sapling, Quartz Resin. Quartz Resin. Da war ja was, die brauche Quartz Resin. Habe ich den Emerald Tree an? Immer noch sicher Emerald mit, oder? Emerald. Hab ich den noch nicht gemacht? Ah, irgendwas hat gefehlt. Nickel. Nickel hat gefehlt, weil ich es nicht angebaut habe. Da war es noch ein Nickel Resin. Stopp. Seite 7. So, okay. Dann tun wir hier noch Nickel dann hin. Dann müssen wir eh hier oben ausbauen, wieder anfangen. Wir brauchen ein paar Leather Straps. Und wir haben da hinten eh so eine große Armee an Viechern. Ah. Leute, ich bräuchte bitte ein paar Kühe. Die sich freiwillig zeigen, um ein bisschen Leder abzugeben. Das ist noch eine panische Kuh. Dankeschön. Das ist nicht viel, aber für den Anfang reicht das vollkommen aus. Schauen wir, was unsere Smelteries macht. Und was die Chicky Chicks machen. Die Chicky Chicks. Da sind Chicken draußen. Was macht ihr? Nichts Gutes, wie scheint. Alles verbrannt, das finde ich gut. Dann kommt hier Nickel rein. Nachdem wir das gemacht haben, werden die anderen auch freigeschaltet. So, was war für den Nickel Tree nochmal? Nicht Emerald braucht Nickel und für den Nickel Tree brauchen wir einen Iron Sapling. Okay. Jetzt nicht schwer aufzutreiben, Iron.
davon haben wir ja mittlerweile sogar genug. Aber noch 4 oder so. Iron. Vier gleich herzustellen wäre sogar gar nicht doof. Das kurz auskühlen. Danach haben wir nicht den Nickel auch gleich auf Lager. Ich glaube, das ist sogar noch schlauer. So. Ah, der nächste. Komm schon. Zack. Wo ist der Nickel Tree? Ah, der ist wahrscheinlich jetzt im Inventar gegangen, oder? Also, den hat sozusagen abgesaugt. Ja, den hat es abgesaugt. Und jetzt kann ich euch hier schon mal zerlegen. Da wird gleich Nickel abgebaut. Und auch der Nickel wieder zurückgeführt. Jetzt holen wir die Nickel Trees. Nickel. Und dann müssen wir uns keine Sorge darum. Ah, scheiße, ich hatte noch was. Dann tun wir das aber jetzt auch einfach in die Produktion reinschieben. Wir haben noch 14 Blocks hier gerade, die geschmolzen werden. Da passen die ganz gut rein. So. Das sind gar keine 4. Naja, okay. Wir brauchen unsere Bonsai-Pots. Natürlich. Und Dirt. So. Ach scheiße. Das ist drüber platziert. No. Das wird ja eigentlich dann in Kürze sogar zu Nickelbäumchen führen und allem. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Was haben wir hier noch? Purified. Ach, schauen. Das sind ein paar Slime Trees, die hier wachsen. Und hier wachsen jetzt halt unsere Nickel Trees, ne? Schauen wir, ob wir schon unter Nickel. Na, wir sind jetzt noch nicht. Ah, jetzt ist der erste da. Der erste Resin hat es durchgeschafft. Ah. Es kommt schon was. Ich glaube, die Hopper sind vielleicht ein bisschen zu langsam. Eigentlich ja gut, weil dann kommt sie in Ruhe rein und nicht mit Stress, aber man sieht halt nicht instant, was man alles hat und ob man schon die nächsten Saplings hat in dem Fall, ne? Aber das heißt ja auch in dem Fall, wir können jetzt den Emerald Tree bauen. Aha. Sogar 2. Geil. Und den würde ich sogar hier hinten anbauen. Kann man bestimmt irgendwie rausnehmen, oder? Hier die 2 Emerald Trees rein. Und die bauen dann hier. Vielleicht tue ich da auch ein bisschen shorten, weil den Platz braucht ja auch kein Schwein in dem Fall. Aber das können wir in Zukunft schauen, wenn ich es nicht vergesse. Nickel schaut auch noch gut aus, okay. Ja, aber ist auch ganz fein. Dann haben wir jetzt Emerald Trees und Nickel Trees. Und sind weiterhin für die Zukunft gewappnet. Wir werden vielleicht hier die Produktion teilweise halbieren, weil es reicht ja schon, so viel wir haben. Aber dann haben wir sozusagen halt auf 2 Linien Sachen stehen. Das ist, glaube ich, gar nicht doof in dem Fall. Vor allem, wenn wir hier so, keine Ahnung, Emeralds haben. Wir haben hier natürlich ordentlich angehauen am Anfang. Ordentlich reinproduziert direkt. Auch hier Lead und alles. Zinn. Ist das auch Zinn? Schon auch von der Färbung ganz anders aus. Lol. Ja.
Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst uns diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt, und uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.